Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Skyblock 3, Folge Nummer 13. Ja, ich habe hab mir mal da hinten ein bisschen Rasen gemacht und Baummehl durchgejagt, weil ich habe ein bisschen gelesen und in Reddit stand dann drin, ja, man bekommt die schon, aber sehr selten. Ja, wenn man es dann hier sieht, ne, ich habe jetzt also locker 2,5 Stacks Potato Seeds und ich habe jetzt ein Beetroot Seed und ein Flax Seed. Herzlichen Glückstrumpf. So, wobei, das ist mehr der Pechstrumpf als der Glückstrumpf. Genau, den haben wir jetzt und den brauchen wir jetzt mit einem normalen Seed. Dann nehme ich mir auch gleich die Crops mit. Die Skanne habe ich dabei. Denn wir wollen ja, dass das Zeug hier jetzt wächst. So. Ich lasse den gleich nochmal wachsen. Ja, aber ich möchte das Zeug hier haben. Oh. Ich bin da keinen Seed raus. Dann muss ich den dann züchten. Okay. So, dann kommst du mal da rein. Jawohl. Heißt, wir haben das da. So, ich brauche davon zwei. Ich will es gerade nicht austesten. Sehr gut. Dann heißt es jetzt, wir haben zwei Sugarcane Seeds. Ups. Ja, es gibt auch Sachen, die ich wegschmeiß. Aber nur, wenn es nervig ist. Okay, alles klar. So, kommst du dahin. Auch gleich da nochmal einer. Hoffen wir mal. Jawohl. Eins. Komm du auch. Brauch so viel wie möglich. Aber wir brauchen jetzt Bücher. Dass wir dann endlich auch den Käse dann fertig kriegen. Sehr schön. Also, das heißt, wir haben schon mal 21 Sugarcanes. Das heißt, ich habe jetzt hier auf jeden Fall Basic Farming. Das heißt, wir haben die Sugarcanes und die Karotten. Ich habe mal wieder Fertilizer bekommen. Vielleicht kann ich auch bald handeln. Oh, die nächste Kiste ist voll. Yay! Brauch mehr Kisten für komische Sachen. So, dann heißt es jetzt, musste ich jetzt hier hinstellen und da reinschmeißen. Danke. So, und das schmeiß ich hier rein. Wir sind zufrieden. So, dann heißt es jetzt, wir brauchen auch Zucker. Aber wenn mich das nicht mehr täuscht, gab es da ein Rezept, wo ich Zucker brauchte. Ich weiß noch nicht mehr was. So, dann brauchen wir auf jeden Fall einen Seed Analyzer. Das ist jetzt mein nächstes. Seed Analyzer, dafür brauche ich ein Glas, dann ein Stone Slab, den dürfte ich hier drin haben.
brauche ich 6-mal Glas, damit ich eine Scheibe kriege. Und dann brauche ich noch ein bisschen Holz. Bisschen Sticks. Und ein Holzslab. Habe ich sowas? Ein Holzslab? Ein einziger? Traurig. Jetzt habe ich einen. Jawohl, wir haben den Seed Analyzer. So, und jetzt brauchen wir noch das Journal. Dafür brauchen wir 4 Seeds, 4 Sticks und ein Buch. Dann haben wir schon mal 3 Seiten. 2 Pattern und 1 String. Dürfte jetzt auch kein Problem sein. Danke. So, dann ihr seht. Und das dürfte jetzt auch kein Problem sein. Jawohl, dann haben wir das auch. Dann gehe ich dahin. Und ich stelle ich auf jeden Fall mal hier erstmal auf den Protest. Ja, wobei, nein. Ich hier auf den Protest. So. Dann kommt jetzt dann hier. Na? Okay. Wo ist meine Mattock? Da ist meine Mattock. Das heißt, jetzt muss ich jetzt hoffen, dass der einmal rüber geht. Nicht, dass es so ist, dass er jetzt... Also früher war es auf jeden Fall so. 1710. Ah, ja. Funktioniert immer noch. So, wir analysieren. Dankeschön. Und was sagst du? Du bist jetzt ein 111. Okay, alles klar. So, heißt jetzt aber. Wenn ich dich jetzt. Nochmal hier gieße. Na? Ups. Ich glaube, es ist zu dunkel. Ich gehe mich schnell mal hinlegen. So, aber was wir jetzt noch dann gleich noch machen, ist auf jeden Fall, ja. Man sollte mal ganz durchlesen, was da alles so dort steht. Weil das Teil hätte ich beim letzten Mal noch bauen sollen. Ja, kommt man auch. Sehr schön. Und wir haben eine 221. Ja, die lassen wir jetzt gleich mal hochwachsen. Ich hab Klink gehört. Das ist perfekt. Dieses Kling war super. Dich analysieren wir gleich. Und dieses Beetroot ist jetzt meine Vermehrung.
So, habe ich noch ein bisschen Holz einstecken? Kommt mal dahin. Du bist leider ein 111. Aber kann natürlich sein, dass es auch der falsche war. Nee, du bist auch ein 111. Alles klar. Muss ja nicht nach oben gehen. Ja. Das sind schon mal zwei rausgekommen. Müsste ja eigentlich schon mal was besser sein. Ne, du bist auch ein 111. Also du bist jetzt einfach nur. Weiß jetzt halt nicht, wie es eingestellt ist. Ob man am besten vier braucht oder nur ein, nur zwei. Da könnte ich dann mal nachgucken. Das ist teilweise nervig. So, dann lassen wir das mal. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen Seeds bekommen. Das ist schon mal sehr gut. Weizen haben wir, das haben wir auch. So, und als nächstes brauchen wir. Genau, da habe ich nämlich auch noch mal was gemacht, weil ich noch ein bisschen Erde halt herstellen da müssen. So, genau, dann machen wir mal dich. Ich habe noch mal ein schönes, cooles, großes Fass bekommen. Und bin zwar noch nicht in der Lage, es zu verwenden. Mycelium, wie komme ich an dich ran? Mit vier Pilzen, wie komme ich an vier Pilze ran? Mit Kakaobohnen, wie komme ich an Kakaobohnen ran? Über den Jungle Sapling, alles klar. Das heißt, den müssen wir auch noch machen. So, was wir jetzt auf jeden Fall machen müssen, ist die andere Questseite. Und zwar Automation. Und dann haben wir hier den Crucible Inserter. Inserter. Das heißt, ich brauche jetzt davon einen Dropper. Der Dropper ist Redstone und Stein. Ein Stein da? Tatsächlich. Wir gehen mal Stein holen. Heißt, ich muss noch mehr Redstone herstellen. So, da haben wir zwei Dropper. Und dann brauche ich bitte 12 mal Eisen. So, Name Crucible Inserter. Gehen wir mal nach oben. So, und dann heißt es jetzt, du gehst da rein und du gehst da rein. So, und dann kann der nämlich die ganze Zeit laufen, ohne dass ich jetzt nochmal da mich drum kümmern muss, weil die ja laufen. Was super wäre. Was ich dann nicht weiß, ist, ob ich da draus eigentlich auch Netherrack machen kann. Ich kann es mal probieren. Ich will das mal probieren. Feuerzeug. Habe ich dabei? Ich habe jetzt Silk Touch. Aber wir warten, bis es durch ist. So,
funktionierst du trotzdem oder nicht? So gut aus, dass es immer noch läuft. So, was dann heißt es nämlich jetzt für mich? Da kommt jetzt mal ein Feuerchen drunter. Wenn ich es aus Holz, ist aus die Kiste. Aber dann ist der schon mal schneller. So. Dann brauche ich jetzt nochmal zwei Netherrack. So viel habe ich auf jeden Fall. So, und dann kommst jetzt du. Kommst dahin und du kommst. Okay. Das heißt. Du kommst dahin. Dahin. Ich habe keine Ahnung, ob es geht. Cool wäre schon. Ja, ich sehe auf jeden Fall Sachen reinfüllen. Kommt jetzt gar nicht mehr hinterher. Das ist super. Okay. Dann heißt es jetzt, wir brauchen nochmal Redstone. Redstone war zwei davon. Ja? Zwei davon. Danke. Dann haben wir das da. Halt. Klopper. Danke. Und dich. Und dich dahin. Dann habe ich dich. Und dann brauche ich jetzt noch. Den da. Und dann kommt da auch noch ein halber Stack rein. Genau. Ich glaube. Ja, da kannst du laufen. Und da habe ich noch gesehen, dass ich noch mal Eisen drin habe. Dann mach mir mal da schön brav Eisen. Und ich brauche mal momentan keine Sorgen mehr machen. Komme ich nicht hin. Aber ist auf jeden Fall cool. Funktioniert so, wie ich es mir gedacht habe. Passt. So, weil wir brauchen ja jetzt für die nächsten Sachen Eisen in Hülle und Fülle. Sehr schön, diese Quest habe ich total gebraucht. Mein Schallplattenregal ist voll. Ja. So, dann heißt es jetzt für mich. Automatic Braking macht momentan noch keinen Sinn. Playing with Vectors. Genau, das ist jetzt dann die Vector Plate. So. Und ich mach mal kurz eine Pause. Ja. Ich habe mein Programm ein bisschen gesponnen. Wir legen uns hin. So, das läuft da draußen, aber wie gesagt, wir wollen ja die Vector Plate. Das ist die hier. Die gibt es zwar auch noch in schneller und in ganz schnell. Okay, da brauchen wir dann. Ah, und dafür brauchen wir den Zucker. Ha! Da gemusst. Zucker brauchen wir für irgendwas.
Dann brauche ich sogar mehr Zucker, als ich gedacht habe. So, das war jetzt das hier. Da kommt jetzt hier erstmal der Zucker hin. So, was brauche ich noch? Ich brauche noch Stein, Eisen. Okay. Stein war hier. Ah, 36 Stück. Das ist das Schöne, man braucht sich jetzt nicht mehr drum kümmern. 8, 16, 24, 32. So, dann habe ich ja hier meinen Holzladen. Playing with Vectors. Das heißt, wir werden jetzt mal da nach oben marschieren. Dann brauche ich mal bitte ein Schwert. Hallo. Kleiner, der rauskommt. Aber nur ein kleiner. So, dann heißt es jetzt. Wiedersehen. Klack, klack, klack. Was ich noch schnell mal machen könnte, ist immer schnell ganz nach oben. Ja, wird's euch warm. Ich mach mal das ganze Dach weg. Das können wir danach machen. Wieder? Nein, die Güte ist hier gleich. Halt ruhig! Ich muss runter. Runter. Ich muss vor, ich muss reparieren. Dach kann ich wieder setzen. Und diesmal auch schneller. So, das heißt, du bist da. Mach auf jeden Fall 32. Dann heißt es jetzt für mich als erstes, ich muss unten rein. Ich habe einen ganzen Apfel dabei. Vielen Dank. Nein, nein, nein. Danke fürs Gespräch. So, du kommst mal alles da raus. Du kommst auch raus. Auch ein bisschen Platz. Oh, ich hoffe, da hinten auch noch aufsammeln. So, ich muss dann aber ein bisschen umbauen. Das heißt, ich muss jetzt dann ein bisschen dann nach vorne marschieren. Weil sonst funktioniert es nicht. Also, als allererstes. Also, du musst weg. Und du musst weg. So, dann habe ich jetzt hier... bisschen größer. Noch mal ein bisschen. So, dann kommst du jetzt auch weg.
Dann gehe ich ja schon mal nach oben und mache das oben alles sauber fertig. Genau, dann kommst du hier hin. Dort drauf spawnen müsst ihr was, wenn ich das richtig gelesen habe. Perfekt, das heißt, ich brauche jetzt auf jeden Fall nochmal, ich mache, ach 32, machen wir nochmal, hopp. Müsste auf jeden Fall reichen. Es wird auf jeden Fall dann lustig, wenn ich das Dach dann wieder zumache. Apropos, lustig, ich brauche was zum Essen. Mal bitte ein paar Melonen. Ich weiß, ich bräuchte mal was Vernünftiges zum Futtern, aber ist halt noch nicht. Kommt bald. So, dann bist du schon mal wieder vollgefuttert. Schau mal, ob da nicht, dass da Unkraut entsteht. Es kann aber sein, dass es aus ist. Okay, dann brauche ich jetzt von hier einmal davon bitte einen. Ich brauche zwei Sticks. Und ich brauche bitte das Eisen, weil ich möchte nämlich einen Iron Bond haben. Den habe ich nämlich total übersehen schon beim letzten Mal. So, dann habe ich hier mein Redstone, das was ich momentan nicht brauche. Ich brauche das auch nicht. Chests lasse ich auf jeden Fall dabei. So, dann brauche ich meinen Clipper nicht. Ich brauche keine Gießkannen momentan da hinten. Die Iron Pickaxe brauche ich auch nicht. So, dann habe ich hier noch Glas. Dann hoffe ich, dass ich alles habe. Nein, habe ich nicht. Ich brauche nämlich noch Wand. Das ist der hier. Hoffe, dass ich alles habe. Ich hätte es ausgeguckt von hinten, als wären da als jeden der Namen dort stehen. Ist natürlich nicht so. So. Aha. Ja. Deswegen bin ich vorgegangen. Genau. Was habe ich vergessen? Genau das. Mann. So, hoffen wir mal, dass wir noch überhaupt 4 Stück zusammenkriegen. 32. So, aber ich hoffe nämlich, dass es dann das soweit dann funktioniert, dass ich mich dann darum eigentlich so halt nur noch kümmern muss. Nur noch die extrem vollen Kisten ausleeren oder so. Uah. Dankeschön. So, dann geht's jetzt runter. So, und dann ist dann hier die Tür. Oh, die sind schon alle weg. Dann brauche ich nochmal 32. Weil Spinnen brauchen wir ja auch noch. Glaube ich zumindest. Das wird auf jeden Fall lustig. Aber ich glaube, die Dinger transportieren auch Items. Machen wir gleich einen Test. Wenn das nicht so wäre, wäre das jetzt gerade leicht nicht gut. So, dann gehen wir jetzt da entlang. Okay, so, dann schmeiße ich jetzt mal hier einen Stein hin. Jawohl, ist angekommen. Hallo. Dann
Dann hätte ich gesagt, müssen wir auch noch die Tür rausholzen. Und dann heißt es für mich, ich muss wieder nach oben. Ich muss wieder nach unten. Wenn ich nämlich das Zeug vergesse, was ich deswegen nicht nach oben gehe. Okay. Ich weiß noch nicht gerade, ob das intelligent ist, was ich gerade mache. Ich habe da gerade mal eine Befürchtung, dass es nicht intelligent ist. So, das heißt nämlich jetzt, wenn ich jetzt hier hingehe, das heißt hier bis daher, dann habe ich jetzt hier meine Steine. Ja, dann mache ich das jetzt ganz einfach. Die Treppe geht auch hier nach oben. Muss ich jetzt hier nämlich auch noch mal raus. So, ich möchte auf jeden Fall das so haben, dass es auch noch funktioniert, wenn ich da entlang laufe. Geht gar nicht. Geht nicht, weil dann müsste ich breiter werden. Muss ich nochmal um eins breiter werden. Muss ja auch noch Wand hinmachen. Geld. So, dann heißt es jetzt du da. Hier hin. Wieder alles weg. Ich hoffe, dass ich jetzt demnächst mal ein bisschen Redstone herstellen kann, dass ich mal meine Picke beschleunigt. Das ist ja traurig, so langsam wie die ist. Okay, also, dann ist das hier auch falsch. Gott sei Dank habe ich sie nicht gleich daneben gemacht. Das hätte ich schon gewusst, dass ich ein bisschen... Ja, ihr wisst schon. Ist nämlich hier auch noch weg. Auch noch weg. So, dann haben wir jetzt nochmal davon 3, davon auch 3. Genau, dann haben wir hier Slabs. So, dann kommst du nämlich hier hin. Hier hin. Machen wir dich komplett dicht. So, dann brauchen wir dich. Ich vermute, dass ich es dann jetzt nicht ganz zukriege, weil ich bestimmt zu viel verbraucht habe von den Steinen. Aber wir werden sehen. Da nicht. Doch, da schon. Da nicht. Da ist die Tür. Dann müsst ihr gleich sehen, ob es funktioniert, was ich vorhabe. Oder ob es der Reihenfall des Jahres wird. So, dann hätte ich gesagt. Machen wir es ja auch zu. Ein. Dann brauche ich jetzt meinen Iron Bond.
Okay. Ich habe jetzt noch 42. Habe ich noch 11? Das reicht nie. Gut, das heißt, ich muss noch mal vor. Ja, ich muss vor. Kann ich mir auch gleich noch mal hinlegen. Vor allem die ersten Monster müssten spawnen. So, Büffel. Halt. Falsche Seite wieder. Wie immer. Mir mal ein paar mit. 30 könnte reichen. Schauen wir mal. Jawohl. Ich sehe schon was. Und die stehen alle da. Das heißt, es spawnt jetzt meine gesamte Falle und die fallen mir auch nicht mehr auf den Kopf. Habe ich aus Versehen noch Holz dabei? Nee, warum auch? Kabels hätte ich da. So, dann bauen wir mal schnell die Tür ein. Hallo, meine Herren. Ist nicht der schnellste. Na? Was heißt der schnellste? Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen, ja. Ich könnte vielleicht schnell sein, wenn ich auch überall die Dinger hingemacht hätte. So, ich brauche bitte das auf der 7. Dankeschön. Jetzt kriege ich eine Karotte, ne? Klar. So, du gehst mal alles da rein, bitte. So, dann machen wir jetzt nämlich mal hier meinen halben hin. Meinen ganzen hin. So, und dann sind wir jetzt auf jeden Fall schon mal da weiter. Und dann kann ich da noch meinen kleinen Beutel reinschmeißen. Und ich bin zufrieden. Das schaut doch super aus. Also das heißt, unsere Monster sind auf dem Laufband. Dann heißt es, wir werden beim nächsten Mal auf jeden Fall den Kollektor bauen. Ja, das werden wir tun. Bei den, genau, den schaffen wir jetzt nicht mehr. Denn die Zeit ist schon wieder rum. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.